Hallo! Let's play Pokémon Feuergrün, Folge Nummer 12. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Let's Play von Pokémon Feuergrün. Jetzt habe ich leider einen Fehler gemacht. Okay, ich bin in einem Let's Play, bei dem ich begleitet wurde von Ratchet Plays, bin ich leider hier in diese Stadt gelandet. Nur leider, wegen technischen Schwierigkeiten, konnte ich jetzt nicht hoch. Darum habt ihr jetzt dann den Ding verpasst, wie ich von der Altstadt hierher bin. Warum ein Bild, aber das ist auch nicht so tragisch. Oh, Polizist. Oh, noch mehr politisch. Toll. Los, gut, Texo. Drachenblut. Das Schneider. Gut, Texo erhält 220 EP. So. Haha, ins Pokécenter kommen wir rein. Dum, 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 dum. So, weil der Poké sind geheilt. So, weiter geht's. Hey, wo ist das tote Sandy hin? Oh, für Level 4 hat doch keine Drachen, also bitte. So, was ist denn hier hin? Abgesehen von Duschen-Pokémon, versteht sich. Maike findet Supertrank. Maike findet Belebär. Was gibt's denn noch? Maike findet Sonderbonbon. Juhu. Also ich glaube, alle Items kriege ich gar nicht gesammelt. Vor allem nicht alle Sonderbonbons. Lass mal schauen. Wo komme ich hier raus? Das will ich gerade noch wissen, wo ich hier rauskomme. Die suchen mich echt überall. Okay, ich komme da scheinbar nicht weiter. Und ich muss scheinbar wirklich in diese Scheißstadt sein. Taub sie mit Hut. So eine Flieger-Ding, so eine Fliegerkappe. Aber egal. So. Hier bin ich wieder. So, Flucht. Was glotzt du mich so an? Kann ich noch zur Schneider einsetzen? Gucke mal an. Eine Top gelesen. Ich dachte schon den Sonderbewohner. Aber passt. Hey, ich habe die Pokémon und das eh zurück. Wer bist du? Was suchst du hier? Hoffnungslos. Gib ihm sein E und lass uns in hier verschwinden. Dem kann nicht mehr geholfen werden. Aber was mit den Pokémon?
Oh, hast du nicht gewusst, dass Diamond und ich bereits welche gekauft haben? Wie jetzt? Heißt es, die ganze Aufwand war umsonst? So direkt würde ich das nicht sagen, aber ja, es war umsonst. Na klasse, jetzt reicht's. Hier, nimm den ganzen Pokémon-Kram. Du und Diamond dürft euch jetzt um diese Buchstaben-Pokémon kümmern. Ich habe echt genug von Pokémon. Ich schau mich mal in anderen Spielen um. Ja, ich bin wieder ein Junge. Hey, Gary. Hey, Diamond. Maike will, dass ich dir ihre Pokémon-Items gebe. Diamond hält diverses nutzloses Zeug. Die Pokémon von Maike wurden auf die Box transferiert. Ich muss es auch wieder los. Wenn ich Eiche zu lange allein lasse, fängt er wieder an, das Sofa anzuklappern. Ah, da fällt mir noch ein. Maike hat irgendwas von einem Buchstaben-Pokémon erzählt. Ich kann ihm dabei leider nicht helfen. Aber ich habe was im Radio gehört, das dir helfen könnte. Es wurde angeblich eine Art Virus auf der Siegestraße gesichtet. Vielleicht ist ja das dieses Pokémon. Naja, viel Glück. Siegestraße, das liegt westlich von hier, hinter dem Strudelinsel. Aber das soll ich ein paar Pokémon von Maike besorgen. Der PC steht in meinem Zimmer. So, ich nehme mit Schillock, klar. Wir haben diese Samen bekommen. Ne? Dann nehme ich noch mit Glutexo. Ein VM-Opfer. Ein Tauboga. Und ein Schnee-Pikachu. Wegen hier, so, ablesen hier, Pikachu nehmen wir noch mit. So, dann muss ich das nächste bisschen Sand drin hier. Close Box. So. Aber erstmal werden die Pokémon vorbei geheilt. Weil die werden auf dem Computer komischerweise nicht mehr geheilt. So, was habe ich denn da Items bekommen? Ah, die ganze Zeugserie. Was haben wir noch? Fabrikschlüssel und HQ-Schlüssel brauche ich eigentlich nicht mehr. Kann man Items ablegen am Computer? Nee, kann man nicht. Okay. Scheiße schwach. Ich find's echt scheiße, dass es in diesem Spiel keinen EP-Teiler gibt. Ohne Scheiß. Das ist total der. Total der Scheiß. Dass es hier keinen EP-Teiler gibt. Aha, gegen die Trainer, gegen die Maike gekämpft habe, kann ich also nicht kämpfen. Okay. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schade. Das Schrein von Celebi. Von der Täter, von Tätern, was? Von der Täterin wurde vorhin das Tonbild erstellt. Bitte melden Sie sich, wenn Sie diese Person gesehen haben. What the fuck? In Gedenken an Celebi, welches von einer Trainerin kaltblütig ermordet wurde. Darunter hängt ein Flugblatt der Polizei. Sie wissen, dass es Celebi ermordet hat. Ich kenne Maike nicht. Die Person mit. Ja. Ich kenne die halt nicht.
Ich weiß auch nicht, wie die heißt. So. Ah, komm schon. Ja, aber wir müssen. Kann ich die Attacken mal sortieren? Geht das? So. Von mir will die Polizei aber nichts, oder? Von mir dürfte die Polizei eigentlich auch nichts wollen. Hast du ein Mädchen gesehen, das ungefähr so aussieht? Nein. Noch nie gesehen. So haben diese Organisation drei Pokémon, ein E sowie ein Zer gestohlen. Korrupte Bullen, ne? So wird es dann hier überall gehen. Aber schon aufgefallen, in mehreren Pokémon-Spielen gibt es korrupte Polizei. Aber wirklich in mehreren Pokémon-Spielen. Wie zum Beispiel jetzt hier. In Pokémon Violett von Wodka gibt es auch korrupte Polizei, also. Ja, irgendwie ist das nicht so selten. Wobei ich muss sagen, die Karte hier ist echt hart. Vielleicht sollte ich Fleckmon trainieren zu lernen. Der Egelsame gibt mir keine Energie, sondern was für Egelsame ist. Aha, der Polizist schon. Ach, da kommt man raus. Jetzt weiß ich das. Toll, Sherry blickt nicht, was ich von ihr will. Sie soll für mich schauen, wann sich das Vieh entwickelt und was sagt sie? In den Spielen angelt es aber nicht. Level 37 an, oh Gott. Mega große Seeplatz. Alte Villa. Also ich glaube, die Seeplatz, die gab es in der Arena. Ja.
dieser Sache. Scheiße, dass wir keine Dinger haben. Ne? Ich hatte Pflanzen gesagt. Wir müssen aber bald an. Ich glaube, alle auf Level 8. Wenn ich alles täusche. Oder auch nicht. Echt jetzt. Muss ich keine Orden gewinnen, was dann? Wobei ich muss auch sagen, ich wusste nicht, dass man Pokémon überhaupt kaufen kann. Ne? So, Knoblauchheim. So, auf zur Siegestraße. Boah, die Pokémon sind ja übel. So hat es gemacht, vielleicht bin ich mal ein bisschen kurzer. So. Ein Trainer! Los, Bisasam! Pokémon wechseln zu Fleckborn! Pokémon tauschen zu Schneepika! Ich mag mein Schneepika, habe ich das schon erzählt. Donnerschock-Attacke! Ach du heilige Scheiße! Nochmal Donnerschock! Geht doch. Was? Azü-Ei-Mache. Ü-Ei. Azü-Ei-Mache. Was? Wie soll ich jetzt... Oh Gott, scheiße, ich hab's halt gemacht. Ja.
Eigentlich hätte ich jetzt diese Gegner noch haben, wenn sie mit der Truppe gekillt. Aber wir sind ja keine bösen Trainer. Ne? Das heißt, wir beleben unser. Als nächstes Pokémon kommt Schiller. Los, Bisasam! Zurück, zurück, Quatsch. Turbo-Triage, scheiß Attacke. Gegen wilde Punkte kommen wir. Hey, dieser Sauer hat es ganz allein gegen Mare geschafft. Das 10 Level höher schon. Schock-Attacke! Weg mit dir, Kontopfer! Der Ort gibt's scheinbar nichts. Ich könnte jetzt mit. Ich könnte. Aber das lasst mich nicht. Ja, natürlich, Fleckmund ist gleich vergiftet. Und Fleckmund ist auch gleich noch verwehrt. Wie kann ein Pokémon, das so dumm ist wie Fleckmund, überhaupt verwehrt werden? Genau!
Hör doch auf! Garada Slam 30. Schnupp da was? Scheiße, ich hab kein Ding mehr. Windstoß. Klasse, ich krieg von Garados auf die Fresse. Toll! Mein stärkstes Pokémon ist ja ganz zufälligerweise eine... Toll. Toll! Echt! Super toll! Echt. Ich hab gegen den Kabel Garados verloren. Was geht dir? Nicht ganz das, was ich erwartet habe. Ja, super. Wer hat gerade von Garados auf die Fresse bekommen? Ich war das. Du hast ihn ja scheinbar besiegt. Irgendwie bin ich jetzt gerade bis da. Naja, probieren wir es halt noch mal. Nein. Ja. Okay, dann probieren wir es halt. Wir das halt nochmal dieses Garados. Oder auch nicht. Naja, ich mache mal Schluss für heute. Also gleich nach dem Kampf. Und dann schauen wir einfach mal, was uns in der nächsten Folge wartet. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und bis dann.